Ich bin jetzt am Stand von Samsung. Und was ihr hier seht, das ist das A90. Das ist das neueste Mitglied von der sogenannten Midrange-Familie, von der A-Serie von Samsung. Ihr seht die Specs oben im Artikel, was es kann. Es ist eigentlich ein relativ gutes Phone. Es hat hinten die Kameratriplette, es hat vorne den Drop-Notch. Und es ist eigentlich wie das A70 und das A80, was sie in Mailand vorgestellt haben. Mit dem Unterschied, dass es jetzt 5G verbaut hat. Also tatsächlich ein 5G-Modul, wo, wenn wir dann mal Abos haben in der Schweiz, auch für das einsetzbar ist. Ist eigentlich noch verwunderlich. Jetzt haben wirklich schon 5G-Phones im Midrange-Preissegment, wobei man natürlich Midrange-Preis hier relativieren muss. Es kostet 759 Franken und soll jetzt wirklich demnächst in der Schweiz auch erhältlich sein. Aber wenn die Preisentwicklung so weitergeht, dann haben wir wirklich also schon nächstes Jahr haben wir dann für 500 Franken 5G-Smartphones. Finde ich eine coole Entwicklung, ist noch spannend. Und mehr zu diesem Phone gibt es dann, wenn wir ein Testgerät auf Platz haben. Und dann erzähle ich euch, was es sonst noch so kann. Hier sind wir immer noch am Samsung-Stand. Und ihr seht schon, hier wird es langsam crowdy. Und man muss sich wirklich extrem dran halten, damit man hier eine Chance hat, das Fold in die Hand zu nehmen. Wie ihr ja im Artikel gelesen habt, kommt das Fold neu wieder. Es kommt auch in die Schweiz. Es ist jetzt die Probleme im Display sind jetzt behoben und man hat es auch mit einem 5G-Modul ausgerüstet und soll im vierten Quartal von diesem Jahr auch noch in die Schweiz kommen. Ansonsten kann ich euch nur raten, leset und unser Hands-On, schaut unser Hands-On-Video, das ebenfalls im Artikel verlinkt ist. Es ist im Prinzip das gleiche Phone mit behobenem Display-Problem und mit 5G. Leider habe ich hier im Moment keine Chance zum Durchkommen. Wie ihr seht, wir sind definitiv nicht allein. Wir kommen jetzt hier in die Fernseh-Area von Samsung. Gestern ist ja hier der neue 8K-Fernseher vorgestellt worden, der ja recht umstritten ist. Nicht weil 8K etwas Schlechtes wäre, sondern weil er nur 55 Zoll gross ist und die Leute einfach gedacht haben, hey, 55 Zoll und dann eine 8K-Auflösung, wie will denn das ein menschliches Auge erkennen? Sie haben nicht ganz Unrecht, trotzdem kommt der Fernseher jetzt dann auf den Wert und wir dürfen gespannt sein, wenn wir dann etwas testen kriegen.